Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock. So eine Sache, die ich mal wieder offscreen machen wollte, aber mal wieder vergessen habe. Ah ne, Brightness ist auf Bright. Okay, dann habe ich das doch schon gemacht. Okay, im letzten Part haben wir mit ein wenig Agricraft angefangen und haben hier sowohl für die Mohrrüben, also für die Karotten, als auch für den Weizen die Samen auf 10, 10, 10 gebracht, beziehungsweise das habe ich dann offscreen gemacht. Und was wir eigentlich letzte Folge machen wollten, was ich dann irgendwie, ja, aus den Augen verloren habe, ist unsere erste Stromquelle. Und das machen wir dann jetzt. So, ich habe mal wieder ein bisschen mehr Zeug gesiebt, ich habe die Schmelze vergrößert und die Seared Stones waren es, glaube ich. Moment. Genau, die Seared Stones. Die habe ich ein bisschen verarbeitet mit einem sogenannten Chisel. Hier aus Tinker's Construct. Damit kriegen wir zunächst so einen glatten Stein. Den können wir dann weiter verarbeiten zu so einem komischen Stein. Und aus dem kriegen wir dann die normalen Seared Bricks, die wir auch so immer herstellen konnten. Und ja, dadurch sieht die Schmelze jetzt wieder ein bisschen besser aus. Gefällt mir. Gut. Dann wollen wir uns jetzt, wie gesagt, tatsächlich mal um den Generator kümmern. Das Zahnrad haben wir jetzt schon, das wir brauchen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Pistons. Eine? Zwei? Eine. Eine müsste es sein. So, dafür brauchen wir hier Cobblestone, das darauf. Und die verdrehe ich immer. Wo war das Eisen und wo war der Redstone? Das Redstone, wie auch immer. Perfekt. Da haben wir's. So, und was wir dann noch brauchen, ist einiges an Compressed Cobblestone. So, reicht das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich brauche noch ein bisschen mehr. So. Zack. Das reicht jetzt aber, denn wir brauchen zwei normale Furnaces. Sehr schön. Gut, und dann dürften wir auch alles beisammen haben, was wir für den Survivalist Generator benötigen. Ne, drei Block Kohle. Da habe ich offscreen schon geguckt. Ganz knapp haben wir die tatsächlich. Das war eins zu wenig. Ja, so. Okay, ganz knapp kriegen wir hier drei Block Kohle zusammen. Wow. Und dann wollen wir das hier einmal reinziehen. Und wir haben unseren ersten Generator. Sehr schön. So, nur der Generator bringt uns erstmal nicht viel. Was wir aber damit machen können, ist ich glaube, ich hätte auch einen anderen Generator nutzen können. Egal. Wir brauchen einen Metal Former. Kriegen wir den überhaupt schon ordentlich hin? Gut, dafür brauchen wir Gummi. Das ist kein Problem. Hierfür brauchen wir Kupferkabel. Das ist auch kein Problem, denn dafür brauchen wir nur einen Cutter und das ist nur ein bisschen hier so ein Zeug. Kriegen wir alles hin? Das Chipset kriegen wir aber nicht hin. Ja, verdammt. Dafür brauchen wir tatsächlich einen Assembly Table. Okay, dann als erstes der Assembly Table. Ich mag das Ding nicht, aber was sein muss, muss sein. Okay, Obsidian. Diamantzahnrad. Oh, verdammt. Oh, verdammt, da brauchen wir mehr Diamanten. Wir haben hier ein bisschen Diamantpulver. Das war's aber auch. Mehr Diamant haben wir nicht. Haben wir hier noch was? Nö. Nö. Und nö. Unschön. Hier haben wir sicherlich auch nichts. Nee.
vorsichtshalber noch mal reingeguckt. Okay. Das können wir also auch vergessen. Erstmal. So ein Mist. Na gut. Wir können ja schon mal den Rest machen, den wir für den... Moment. Erstmal brauchen wir etwas für Obsidian. So. Dafür nehmen wir uns einen Stone Barrel. Da ein bisschen Stone und eine Stone Slab. Ich glaube, ich habe hier Stone geschmolzen. Nee, habe ich nicht. Ich wollte Stone schmelzen. Offscreen. Naja. Dann hier schmeißen wir mal ein bisschen was rein. Dann kriegen wir da den Stone raus. Okay. Dann müssen wir da dann noch Lava reinfüllen, ein bisschen Wasser drüber. Und dann passt das. Das wirft mich jetzt gerade ein bisschen zurück. Muss ich sagen. Aber ist jetzt so nicht großartig problematisch. Warum habe ich die Schädel hier? Bitteschön, da sollen die rein. Die Glaspins nehmen wir hier mal raus. Und ja, es ist so ein Mischmasch, den ich hier habe. Aber die Truhe hier ist halt auch voll. Und ich habe sonst noch nichts weiter, weil das Ding hier wird auch so voll. Ich brauche eine neue Kiste. Oh Mann. Okay. Dann machen wir halt eine neue Kiste. Die wir uns keine Ahnung wohin stellen. Irgendwo ins Nirgendwo. Ich würde die gerne hiermit anschließen. Komm. Du gehst mal weg da. Du gehst mal da weg. So. Okay, passt doch. Passt, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Platz drin. Sehr schön. Und können den ganzen Schmarrn jetzt hier reinschmeißen. Warum habe ich den eigentlich noch? Egal. Egal, jetzt habe ich ihn da. Jetzt bleibt er da. So. Bis ich ihn mal brauche oder sowas. Okay. Das Ding, wobei, das schmeißen wir mal direkt wieder da rein. Damit wir da auch nicht versehentlich irgendwelche Zahnräder machen, die wir gar nicht machen wollen. So, wo sind wir? Das reicht noch nicht, oder? Doch. Doch, das reicht. Und wie das reicht. So, ein Stone Barrel. Mehr will ich gar nicht. Das packen wir uns mal. Egal, wo ich es hinpacke, es wird hässlich. Packen wir es da ein. Erstmal. Nicht schön, aber selten. Ah, ja. Nicht schön, aber selten. Ich glaube, damit kann ich erstmal leben. So, was ich jetzt mache, ist... ein wenig dafür sorgen, dass wenn ich gleich hier oben Wasser drauf kipp, dass das da nicht zu allen Seiten überläuft. So, das wollte ich sagen. Okay. Und was wir noch machen wollen, ist schon mal etwas Lava dort unten in das Fass rein. So. Dann hier noch einmal das Wasser. Und wir haben einen Obsidian-Generator. Na, das Obsidian springt noch nicht ganz dahin, wo ich es hinhaben möchte. Ist aber kein Problem. So. Sehr schön. Und aus jedem dieser Crucibles kriegen wir 8 Obsidian raus. Wenn die voll sind. Das ist eine schöne Ausbeute, finde ich. So, das Einzige, was ich hier noch machen möchte, ist einmal kurz so hier noch eine Abdeckung drüber, denn ansonsten, wenn es regnet und hier gerade kein Obsidian drin ist, dann regnet es durch das Wasser durch in das Fass rein und ich muss das Wasser erst entfernen und das ist bäh. Von daher machen wir das lieber so, dann kann es nicht reinregnen. Gut, das wäre das. So. Und dann schauen wir doch mal, was brauchten wir sonst noch? Insgesamt 5 Diamanten und das wär's hier. Aber wir brauchen hier auch noch einen Laser.
Der braucht die Electron Tubes, wo wir noch mehr Diamanten benötigen. Sehr schön. Und erstmal einen Thermionic Fabricator. Thermionic Fabricator. Okay, eine Gold Chest. Okay, das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das große Problem. Bisschen mehr Gold, bisschen Glas, das ist auch alles kein Ding. Das Sturdy Casing braucht Bronze. Einiges an Bronze. Kriegen wir auch hin. Bronze ist kein Problem, Bronze ist nur Kupfer und Zinn. In welchem Verhältnis? Ja. So, 3 zu 1. 3 Kupfer, 1 Zinn. Gibt Bronze. Gut. Gut. Das heißt, wir nehmen hier mal, keine Ahnung. Komm, nehmen wir 10 und 30. So. Das kann man sich wenigstens merken. Hey, okay. 36 passen hier jetzt gerade in die Schmelze rein. Das ist gut zu wissen. Dann schmilzt das schon mal zusammen. Und das hat mir jetzt hier so ein bisschen meine Pläne versaut, ne? Dass ich da noch anderes Zeug jetzt benötige. So ein Mist. So ein Mist. Aber naja. Passiert. Sowas passiert leider. Da kann man dann auch nicht wirklich was gegen machen. Okay. Schauen wir doch mal. Jo. Da ist einiges schon durch. Das ist schön. Ich brauche nur auch. Ups. 4 von denen. Deswegen. Hau mir mal bitte hier noch 4 Zahnräder durch. So, ach ja. Moment, wo ist das restliche Zinn? Da ist das restliche Zinn. Okay. Hui, zum Glück hat hier die Bronze nicht ausgereicht, weil ansonsten hätte er mir jetzt das Kupfer in Zahnräder gegossen und das muss ja nicht sein. Das muss absolut nicht sein. Gut. Dann läuft das soweit. An sich will ich ja die Metal Press nur für eine einzige Sache haben, und zwar um ein Wasserrad bauen zu können. Das Wasserrad braucht hier ein paar Waterwheel-Segmente. Das ist einfach nur Holz und Sticks, also Treated Wood und Treated Sticks. Ansonsten aber kein Problem. Aber wir brauchen auch einen Iron Shaft. Und dafür muss ein Eisenblock durch den Metal Former. So ein Mist. So ein verdammter Mist. Das heißt, wir kommen definitiv nicht um den Metal Former drumherum. Und das nervt mich gerade, denn so ein Wasserrad ist erstmal eine ganz gute Energiequelle. Oh. Das war schon eins zu viel. Gut. Schmeiß mal die nochmal kurz ein. Und warum habe ich hier noch 9 Kupfer übrig? Irgendwas stimmt mit der Anzeige nicht. Hm. Na gut. Dann brauchen wir mehr Zinn. Wie es aussieht. Dann brauchen wir, wie es aussieht, mit Zinn. Dann mache ich hier mal kurz aus. Warte darauf, dass die beiden Bronze-Zahnräder durch sind. Und dann kommen wir da gleich zurück. So. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ich habe schon überlegt, ob ich hier schon mal irgendwo Storage Drawer hinpacke. Das ist. Wenn wir hier Storage einmal eintippen ins NEI, dann haben wir hier so eine Storage Drawer, die 32 Stacks eines bestimmten Items halten oder mehr, wenn man entsprechende Upgrades reinpackt, was eine ganz nette Sache ist, denn dann kriegt man dann ein bisschen Ordnung rein. Ja, die gibt es entweder mit einem Fach für 32 Stacks, zwei Fächer mit 16 Stacks pro Schubfach oder 4 Schubfächer mit 8 Stacks pro Schubfach und sind ganz nützlich.
Die sind tatsächlich ganz nützlich, aber dafür muss man es halt erstmal haben. Naja. So, Dankeschön. Wie sieht es jetzt aus? Ah, jetzt haben wir hier alles Bronze. Schön. Dann können wir das hier schon mal nehmen. Und uns, auch wenn wir es jetzt aktuell noch nicht wirklich brauchen, schon mal so ein Sturdy Casing bauen. Sehr schön. Gut. Dann, das war der Thermionic Fabricator. Okay. Dann brauchen wir einiges an Gold. Leider Gottes, denn diese Goldplates herstellen, ist kostspielig. Das ist kostspielig. Ich glaube, die 20 reichen nicht. Ich glaube, die 20 werden nicht ausreichen. So, wo habe ich denn... Den... Ah, da ist der Forge Hammer. Stimmt. Stimmt, der sieht ja hier so aus. Ja. Wir brauchen halt 8 Stück davon. Ah, wobei, recht... Oh, es reicht ganz genau. Wow, nice. Okay, dann brauchen wir noch 16, 17. Nee, 16. 16 ist perfekt. 16 ist tatsächlich perfekt. Wir brauchen 8 Stück davon noch. Ja, komm. Gib wieder her. Da wollte ich nicht hin. Da stand nur bis gerade eben noch meine Truhe. Quatsch, mein Tisch. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er immer noch da steht, was nicht stimmt. So, Eisentruhe. Und eine Goldtruhe. So. Dann sollte ich jetzt eigentlich alles haben. Zusammen mit dem Glas. Dip, dip, dip. Der in die Mitte. Der nach unten. Und das Gold noch außen rum. Perfekt. Damit haben wir schon mal den Thermionic Fabricator. Damit wir wenigstens ein bisschen was geschafft haben in dieser Folge. So, den stellen wir mal, keine Ahnung, dahin. Und den Generator... direkt daneben. So, wenn wir den hier jetzt mit Kohle versorgen. Charcoal sollte auch funktionieren. Hoffe ich zumindest. Ah, hier waren auch noch 6 Kohle drin. Na gut. Funktioniert auch der... funktioniert auch Coal Coke? Das wäre cool. Das wäre echt cool, wenn das funktioniert. Wenn du das auch als Brennstoff nimmst. Wie wär's? Ja, perfekt. Nice. So. Jetzt füllt sich das Ding hier schon mal ein bisschen mit Strom, was eine schöne Sache ist. Dann können wir da nämlich, sobald wir die Diamanten dafür haben... Oh Gott. Gott, das war... Das war was? Moment. Das waren wie viele? Hier. 5 Stück. Wow. Wow. 5 Diamanten, ich glaub's ja. Ah, okay. Man kann hier mit Wachs dann sogar feuerfestes Holz herstellen. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Nicht wahr? Das sind so Rezepte, die braucht man normalerweise nicht, deswegen kenne ich die gar nicht. Okay. Nice. Ja gut. Aber das soll jetzt erstmal genug sein. Uiuiui, die haben eine echt riesen Brenndauer. Wow. Einer produziert 160.000 RF. Also Redstone Flux. Das ist die Energieeinheit, die hier verwendet wird. Pro Tick, sprich... 20 Ticks in einer Sekunde. Zumindest ist das die Standardgeschwindigkeit von Minecraft. Wenn es laggt, dann ist das entsprechend weniger. Okay, da haben wir damit zumindest schon mal ein bisschen was an Strom. Was ganz nett ist. Muss ich sagen. Ich kann es zwar noch nicht wirklich effektiv nutzen, aber es ist schon mal da. Es passt. Gut. Was brauchen wir dann noch? Eigentlich nur Diamanten. Toll. Wow, ich sehe gerade, die Folge ist an sich von der Zeit her schon wieder vorbei und wir haben es geschafft, einen Generator und den Thermionic Fabricator zu bauen.
aber sie noch nicht wirklich zu nutzen. Toll. Okay. Was ich aber noch machen werde in dieser Folge, ein weiteres Agricraft-Tool bauen, nämlich die Schippe, die Gartenschippe. Damit können wir fertige hier Pflanzen, egal in welchem Status die sind, also auch wenn sie frisch gepflanzt sind, hier einmal rausnehmen, dann haben wir sie in der Schaufel drin und können die irgendwo anders in andere Cropsticks wieder reinsetzen. Ist eine nette Sache, um das Zeug einfach ein bisschen umzuverteilen, wenn man das möchte. Und ja, ansonsten können wir ja mal schauen, was wir hier bei Agricraft so für Rezepte noch haben. So, Kartoffelsamen kriegen wir leider Gottes wirklich nur gesiebt aus Erde, was ich ein bisschen schade finde. So, Kaktus, dafür brauchen wir Poppy und Sugarcane. Gut, Sugarcane hätten wir. Das wäre nicht das Problem. Okay, Melone und Sugarcane. Poppy ist Pumpkin und Sugarcane. Oh, wow. Okay. Also das hier sind an sich alles Farbstoffe, die wir herstellen können. Und anscheinend brauchen wir die. Ja. Oh, Netherwart, ehrlich jetzt? Wow. Okay. Okay. Das wird noch lustig. Das wird noch richtig lustig, das Zeug hier herzustellen. Na, meinetwegen. Meinetwegen. So, aber wenn ich das richtig sehe, haben wir hier tatsächlich mit den Karottensamen. Ja, toll. Okay, für Pumpkin gibt es ein Rezept. Okay, für Melone haben wir aber auch schon. Ach ja, stimmt, das ist ja nicht Agricraft. Das ist ja hier Pam's Harvest Craft. Vollkommen richtig. Da brauchen wir das Zeug nicht genauso. Da brauchen wir auch einiges. Okay, dann kann ich euch hier nämlich auch mal zeigen, wie das läuft. Ups, das wollte ich nicht. Dankeschön. So, dafür nehmen wir hier mal die Erde weg. Ja, ich weiß. Jetzt willst du da runterfließen. Ist auch total toll, dass du das willst. Ist mir aber egal. Ich lass dich nicht. So. Habe ich hier noch einen Cobblestone übrig? Nö, habe ich nicht. Ich könnte einen Stone zerkloppen, aber das wäre Verschwendung. Ich habe hier noch Cobblestone Slabs. So. Daraus können wir uns ein Cobblestone craften. Mehr brauchen wir nicht. Denn ich brauche lediglich einen einzelnen... ein einzelnes Stück Sand. So, warum habe ich eigentlich das Ding noch hier drin? Furchtbar. Furchtbar. So, dann nehmen wir uns hier mal einen Sand. Packen den hier rein. Und dann brauchen wir wieder ein paar Chopsticks. So. Und dann hatten wir als Rezept... Ups. Moment, genau, für die Scallion. Ich weiß nicht genau, was Scallion ist. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber da brauchen wir Karotte und Zuckerrohr. Das heißt, wir nehmen die Karotte einmal hier raus und hauen die da rein. Nehmen uns dann einmal von hier unsere... Na, wo haben wir sie? Ich weiß, ich habe Sugarcane Seeds. Dankeschön. So, craften die noch in die Agricraft-Version um und packen die dort rein. So, die haben jetzt hier auch noch 000, Quatsch, 111. Das ist so ein bisschen ein kleines Problemchen, aber soll jetzt nicht weiter stören. Und hier haben wir jetzt, okay, das sind Karottensamen geworden, das hat also nicht funktioniert und ich brauche neue Cropsticks. Ja, effektiv haben wir da die potenzielle Chance, dass dort dann was anderes bei rauskommt, als das, was wir reingeschmissen haben. Ja, also, dass hier jetzt aus den beiden gemeinsam nicht wieder Karotten werden. Außer natürlich...
Nee. Farmland oder Humus? Okay. Farmland oder Humus? Das ist schon mal richtig. Wir brauchen nur Glück. Das ist das große Problem. Das ist ziemlich glücksabhängig, ob man das bekommt, was man haben möchte. Und wenn man ein bisschen Mangel an Bogenmehl hat, so wie bei mir gerade, dann kriegt man natürlich nicht das, was man haben will. Toll. So, weg mit den Samen, die sind mir egal. Theoretisch ist es auf dem Wege möglich, dass wir hier das andere Zeug bekommen. Ich hätte es euch ganz gerne gezeigt, aber das Spiel will nicht. Gut, dann ist es so. Dann werde ich hier jetzt aber mal das ganze, die ganzen Mutationen, das ganze Crossbreeding offscreen machen, weil die Crop Mutation, wie es offiziell heißt. Denn das ist ziemlich langweilig und, ne? Das möchte keiner sehen. Also, glaube ich. Ist jetzt so meine persönliche Meinung. Und wenn wir dann wieder da sind, habe ich von allen diesen Samen 10-10-10er Version. Dann habe ich jetzt ein bisschen offscreen was zu tun. Ist auch was Schönes. Ups, nein, ich will hier nicht runter. Ich will da nicht runter, dankeschön. Ich möchte dort... Na komm, ich mache mir noch ein paar Cobble-Slabs, einfach damit das einheitlich aussieht. Komm. Einfach damit das, ne? Ich mag es nicht, wenn das nicht einheitlich ist. Das sieht komisch aus. So. Ich meine, es ist schon dadurch nicht einheitlich, dass hier jetzt halt Sand hinkommt. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wie gesagt, ich werde hier die Samen alle vorbereiten und überhaupt. Das wird wieder ewig dauern, aber hey. Eventuell bekomme ich beim ganzen Sieben für das... fürs Bone Meal noch genug Zeug für die Diamanten, die wir brauchen. Ich würde mich freuen. Aber das soll es dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.